Willkommen zurück im Hexenhaus, hier bei Simon the Sorcerer. Wir öffnen erstmal die Kiste und schauen nach, was da so alles drin ist. Was meinst du, wie ich die Schlösser öffnen soll? Benutze Hammer mit Kiste. Das geht doch so nicht. Drehrad, Laterne. Schwarze Katze. Besen. Den schnappen wir uns. Oh meine Güte! Oh meine Güte! Ah, hat dir noch nie jemand gesagt, dass man eine Hexe nicht bestiehlt? Nein. Nein, Gnädigste, tut mir leid, Gnädigste. Ich bin ein Zauberer, ich bestehle, wen ich will. Ich habe es mir nur ausgeliehen. Entschuldigen Sie, ich muss meinen Zug noch kriegen. Nein, Gnädigste. Tut mir leid, Gnädigste. Du siehst fast aus wie ein Zauberer. Ja, Gnäfrau. Ich hasse Zauberer. Raus hier, bevor was Entsetzliches passiert. Ja, Gnäfrau. Okay. Vielleicht kann ich zumindest mit der Katze reden. Puh, das war knapp. Vielleicht verriet mir die Katze was. Oder ich kann irgendwas anderes machen. Jedenfalls Sachen nehmen ist ja scheinbar schon mal eher schlecht. Versuchen wir mit der Katze zu reden. Oh, nee, okay. Du willst wohl mit mir kämpfen? Was? Willst du ein Zauberer-Duell? Okay, ich bin dabei. Ha, du hast ja nicht mal ein Zauberbuch. Hau ab, oder ich zeige dir, was wirkliche Magie ist. Ja, Gnäfrau. Puh, das war knapp. Was habe ich denn jetzt hier? Moment mal, ich war gerade jetzt hier bei dem Ding, den habe ich im Laden gekauft, da wollte ich die Putzmittel kaufen, Putzmittel ging nicht. Ich habe einen weißen Geist gekauft, das erinnert mich an namentlich an ein Waschmittel. Und tatsächlich haben wir ja eine Ecke, wo wir noch jemanden einen Gefallen tun müssen, indem wir irgendwie was wegmachen, sauber machen. Und das ist der Baum. Der hat nämlich auch was von magischen Wörtern gefaselt. Vielleicht kriegt man den Baum ja damit sauber. Nee, Quatsch, das war hier über die Steine. Nein, die Steine kamen erst da hinten. Vielleicht kriege ich ja von dem dann auch einen Zauberbuch. Ich habe nur ein Mäppchen. Das scheint der Hexe nicht zu reichen. Rosa Fleck. Benutze weißer Geist mit rosa Fleck. So. Sprich mit mir. Deine Probleme sind gelöst. Ich bin dir ja so dankbar. Gelöst. So, und jetzt zu den magischen Wörtern, okay? Aber Vorsicht, ich weiß nicht, was sie bewirken. Was ist denn das? Simsalabim. Hokus pokus. Abracadabra und Würstchen. Würstchen? Jo, das ist ein äußerst mächtiges Wort. Langsam glaube ich werde verschaukelt. Immerhin werde ich nicht mehr gefällt. Hat hier irgendjemand rosa Farbspray? Abracadabra, Simsalabim. Ich habe aber immer noch kein Buch. Ai, ai, ai.
Vielleicht sollte ich nochmal bei den Zauberern nachfragen. Vielleicht haben die ja noch ein Buch für mich. Nicht, habe ich eigentlich nur noch diese Sache mit dem Angler offen im Wald. Wo ich sonst auch nicht wirklich wüsste, wie ich da weiterkomme. Aber vielleicht mit dem Froschfluch. Vielleicht lässt mich der Froschfluch ja wie ein Frosch in den Fluss springen. Keine Ahnung. So, und ich bin der Ostwind, richtig? Ich dachte, ich wäre der Ostwind. Du bist eine südliche Brise, glaube ich. Ich denke, dass wir... Hallo, Brüder. Hau ab. Wir kommen gerade zum entscheidenden Part. Ich frage mich, wo Kalypso sein könnte. Keine Ahnung, ob ich zu der Kreuzung her am ersten dahin komme hier. Irgendwie durch. Da ist auf jeden Fall felsig. Das ist dann aber, glaube ich, die andere Seite. Ja. Ja. Boah, da kann man runterklettern. Echt jetzt? Anscheinend geht es da drinnen sehr fröhlich zu. Gollum! Welch bizarre Kreatur! Reden wir doch mal ein Ründchen mit Gollum. Entschuldigung? Ja? Oh, tut uns nicht weh. Es soll uns nicht wehtun, Schatz. Niedliche Hobbits. Ich hoffe, wir bekommen keine Copyright-Probleme. Keine Panik. Es handelt sich hierbei nur um das alljährliche Treffen der Tolkien-Würdigungsgemeinschaft. Und wo bitte ist der Rest? In dieser Höhle. Viel Spaß dabei. Heuer ist es meine Aufgabe, Essen zu besorgen. Ich hatte seit einer Stunde nichts zu knabbern. Guck mal hier, nahrhafte Sumpfsuppe. Zum Glück habe ich eine sehr nahrhafte Sumpfsuppe in 1A-Qualität bei mir. Wirklich? Das ist ausgezeichnet. Ich hätte die anderen Antwortmöglichkeiten nehmen sollen. Wird es für 40 Personen reichen? Es ist konzentriert. Jetzt nur noch heißes Wasser dazu und umrühren. Vielen herzlichen Dank. Dafür kannst du diese Angelrute haben. Danke. Ich gehe und helfe den anderen beim Ring suchen. Welcher Ring? Der Ring. Ich könnte schwören, dass ich ihn gehabt habe, als ich mit dem Fischen begann. Ein Stiefel? Ist das eine Actionfigur vielleicht? Irgendwann später. Aha! Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Grundgütiger Himmel! Es klappt! Ich ziehe ihn besser aus, bevor er verbraucht ist. Ich hatte erst überlegt, was kann ich denn wohl mit der Angel anstellen. Ah, ich hatte keinen blassen Schimmer. Da gehe ich nicht rein. Meine Mami hat mir verboten, mit Fremden zu feiern. Aber jetzt mit dem Ring fällt mir eigentlich gerade auch nur so der Schneemann ein.
damit an dem Schneemann vorbei. Das wäre auf jeden Fall noch ein Versuch wert. Passiert übrigens tatsächlich hin und wieder mal, dass ich ein Let's Play aufnehme, aber dann einfach nur quasi im Kreis gelaufen bin. Aha. Das geht doch so nicht. Ohne irgendwie auch nur ein Stück weitergekommen zu sein. Damit warte ich lieber, bis ich es wirklich brauche. Okay. Ja. Die dann auch nicht wirklich unterhaltsam sind. Und dann lasse ich die einfach weg. Aber jetzt gucke ich gerade mal hier. Warte mal, ich könnte versuchen, den Froschfluch zu verzehren. Das verbietet mir mein Diätplan. Na dann. Hier, das mit der... Die Eule könnte ich mal wieder besuchen. Eule, was geht? Entschuldigung? Erinnerst du dich, was du noch wolltest? Wolltest? Willst du etwas? Ja. Was? Wollte ich? Ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht erinnern? Nonsens, ich kann mich... erinnern? An... alles erinnern. Ich bin... eine weise Eule. Ich bin nur nicht gut mit, Wörtern? Wörtern, ja, Hast du irgendwelche Tipps für mich? Tipps? Ja. Du bist, gut gekleidet? Nein, gut rasiert? Nein, nein, dein Name? Simon? Genau. Ja, Woher weißt du meinen Namen? Die, Sterne haben es mir gesagt. Ich bin ein, Idiot? Nein, Eule? Nein, Sternendings da, Astrologe? Ja, Astrologe, ja? Die astrologischen Tipps kannst du mir geben. Und wie sieht meine Zukunft aus? Zukunft? Ja, Zukunft. Ich habe einen, Tipp. Ja? Da ist eine Ding. Ring. Magischer Ring in einem Fluss. Ist ja. Das alles? Im Augenblick, ja. Großartig. Komm zurück, Später? Ja, Ich glaube, die Mühe mache ich mir nicht. Ah, okay, gut, aber hier kann man scheinbar immer mal wieder hinkommen, wenn man nicht weiter weiß und einen Tipp braucht. Finde ich gar nicht schlecht, aber den Ring habe ich schon. Tatsächlich direkt danach. Ja. Vielleicht kann ich den Zauberern oder irgendwem im Dorf was abzaubern. Okay, meine Kiste. Das ist eine Kiste mit Lebensmitteln für die Kobolde. Mein erster Gedanke war hier, komm, Schere, zack, Kiste aufmachen. Das geht doch so nicht. Machen wir doch mal auf. Es ist dunkel hier drinnen. Zum Glück bin ich so klein. Ich möchte wissen, wann wir ankommen. Ich ziehe besser den Ring an. Gut, irgendwas ist hier nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Warte mal kurz. Oh, ich hatte ihn verkehrt herum auf.
deshalb, wir brauchen erst den Ring, damit das hier quasi stattfinden kann. Okay. Deshalb war die Kiste jetzt gerade erst da und nicht vorher schon. Gut, dann schauen wir uns mal hier das nächste Mal um. Was ich auf jeden Fall schon erkannt habe, ist das Portal von der anderen Seite. Ich bin gespannt, ob ich mich als Kiste fortbewege, so wie bei Metal Gear Solid, oder aber ob ich mich tatsächlich normal weiter bewege und was uns hier vor allem erwartet. Ja, wenn es Spaß gemacht hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Simon the Sorcerer. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund und ciao, ciao.